Servus, wir sind auf dem Testserver und der Patch ist live gegangen. Wir erinnern uns, wir konnten von Talenen die Animation ändern. Dazu gehen wir auf unser Profilbild, Einstellungen, scrollen jetzt hier ein bisschen nach unten. Und hier steht Ultima Animation, können wir an- und ausmachen, wie wir da Bock haben. Ich würde mal gerne, also mich würde interessieren, ob das mit Joker auch so funktioniert. Joker habe ich hier leider nicht zur Verfügung. Ja, das ist leider ein bisschen Pech. Aber gut, ich probiere es dann auf jeden Fall auf dem Live-Server. Und ja. So, ein neuer wandernder Ballon ist dazu gekommen. Die Belohnungen sind eher ein bisschen mau. Brücke der Seelen. Ja, ich finde, es geht. Kann man auf jeden Fall mal machen. Aber ja. Ah, ihr seht selbst, ist ein bisschen mau. Aber dafür ist er, ich schätze mal, ein bisschen einfach. Hoffe ich zumindest. So, dann zeige ich euch nochmal kurz den neuen Rowan-Skin. So sieht das Ganze dann aus. Das Event wahrscheinlich und hier unten haben wir den Rowan-Skin dazu. Also ob der jetzt nun so aussieht und so kommt, keine Ahnung, aber wenn, dann ist es auf jeden Fall extrem nice. Abwarten, ob es so kommt. Ja, genau, dann haben wir die neue schöne Scarlet. Ein Lichtträgerheld könnte ein bisschen OP werden, die gute. Also ich finde sie allein vom Damage her schon mal echt nicht so schlecht. Gehen das mal hier kurz durch. Ihr drückt dann einfach Pause, wenn ihr das lesen wollt. Aber es liest sich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. So, die Gravuren haben wir ja bei Skill 2 und 4 schon mit drin gehabt. Und dann testen wir die gute mal an. Von der Animation her, finde ich, sieht das eigentlich echt gut aus. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Würde mich mal interessieren, wie die auf dem Live-Server ist. Ich glaube, die könnte vielleicht die neue Gwyneth werden. Klingt zwar ein bisschen doof, aber es könnte auf jeden Fall so hinkommen. Also mir gefällt sie. Und macht auf jeden Fall auch Bock auf mehr. So, gerade der eine Skill, wo sie ihre Fläche hier unten macht, die macht ja, sieht ja selber, vom Damage her ist ja, ne, ist ein bisschen anders. So, dann testen wir das Gute mal hier an. Ich habe die hierhin gehabt. Und Silas noch dazu, ab geht's. Jetzt kommt ihre Ultima und sie brezelt einfach direkt mal drei Leute weg. Macht auf jeden Fall Bock auf mehr, gerade wenn man den Damage so sieht. Bin gespannt. Bin sehr angetan und auch gespannt auf sie. Abwarten, was kommt. So, dann haben wir eigentlich schon wieder alles gezeigt, was in dem neuen Patch so mitkommt. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.